Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und den Engländern. Nochmal in eigener Sache zum Let's Play. Dann ist es für diese Woche auch wirklich das letzte Mal, dass ich es sage. Nächste Woche werden wir Stellaris zeigen und Europa Universalis 4 wird zu einem richtigen Let's Play werden. Ich habe ja normalerweise immer 4 Let's Plays, die gleichzeitig laufen. Mehr schaffe ich zeitlich nicht. Und das werden dann immer 2 Videos pro Tag. Und Europa Universalis wird dann für heute das letzte Mal sein. Weiter geht's dann am 24. Mai, insofern nichts dazwischen kommt, krankheitlich, gesundheitlich. Ich denke, ich hoffe, ich bin da bis dahin mit meiner Stimme wieder soweit fit. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass es in der nächsten Woche Stellaris gibt. Also haut rein in die Tasten, ihr könnt gerne fleißig kommentieren. Und dann werden wir uns mal unterhalten, wie es hier weitergeht. Wir spielen natürlich weiter, selbstverständlich, am 24. Mai. Dann allerdings kommt das Video bereits um 16 Uhr. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen dann tatsächlich auch so weiter. Ich habe uns schon mal den Heiligen Stuhl geöffnet, damit wir uns das Ganze mal angucken. Und ich habe mir auch schon mal die goldenen Bullen angeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass Christiana Pietas der Beste für uns ist. Entwicklungskosten und Toleranz gegenüber die Ungläubigen ist erhöht. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wären hier so in Richtung Machtkosten. Die Gratia Rex, Absolutismus, jährlich Verfall, Regimenter Drill wäre noch interessant. Wobei ich da nicht ganz sicher bin, wie es Spiel von der Spielharmonik irgendwann läuft, wenn wir vielleicht früher in die Reformation gehen in England und unsere Regimenter oder wir nicht mehr katholisch sind und wir Dei Gratia Rex haben, dann bringt uns das wahrscheinlich nichts. Und wir wollen ja schon irgendwas haben, was uns auch langfristig was bringt. Förderungskosteninstitution macht keinen Sinn, das ist durch das Thema. Also ist tatsächlich Christina Pietas in meinen Augen die beste Entscheidung für den Moment. Ja, dann Wunsch nach Reformen 71%. Jetzt ist natürlich auch historisch die Frage, da werde ich nochmal recherchieren. Ich habe jetzt eine Woche Zeit. Das ist auch einer der Gründe, warum ich in das Staffelprinzip übergehe jetzt, weil für mich die Vorbereitungszeit für eine Staffel einfach besser ist. Ich kann mir zusammen mit meiner Frau die Geschichte weiter angucken. Wir planen übrigens auch nächste Woche ein extra Video zu bringen über das Thema Kolonialisierung. Das wird dann von ihr kommen, das hatte ich ja schon mal erzählt. Bin sehr gespannt darauf, vor allen Dingen, weil ich auch noch was lernen werde. Und der Heilige Stuhl, ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß, es gab einige englische Päpste, oder ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es gab englische Päpste. Wie gesagt, ich muss das recherchieren. Das Thema sollte also soweit durch sein. Okay. Jetzt werden wir ein bisschen für heute uns mal, würde ich sagen, die Welt angucken, wie sie aktuell aussieht, wie der aktuelle Stand ist. Und und quasi einfach mal schauen, wie dann in einer Woche weitergeht. So, eine Mission ist abgeschlossen. Oh, sehr schön. Das ist Entdeckt Amerika. Ja. Zack. Erhaltet 50 diplomatische Macht und Chancen der Kolonisten plus 20%. Das ist gut. Grundsätzlich, wenn ich das System richtig verstanden habe, und das ist schon ziemlich interessant hier, gibt es hier der Anstieg um 20 pro Jahr, und das ist auch nur die Chance, dass es um 20 pro Jahr ansteigt. Es kann also, um diese 1000 hier zu erreichen, beliebig lange dauern. Und danach wollen wir natürlich mit unserem Kolonisten das hier kolonisieren. Und ich hatte dann halt ja schon mal gesagt, dann ist für uns erstmal Schluss. Es sei denn, wir sind dann bereits, keine Ahnung, im Jahre 1550 und alles ist durch. Das werden wir dann sehen. Okay, gut. Wir lassen das mal weiterlaufen. Im Moment passiert nichts Interessantes und wir gucken uns die Welt einmal an. Der Bereich sieht sehr interessant aus. Wir haben hier zum Beispiel die Mayaka entdeckt. Ja, soll es so sein? Ein Stamm? Ja, das sind die Sachen, die übrigens ja auch relativ stark verbessert worden sind. Das ist eines der Gründe, warum ich England gewählt habe. Quasi als genauer Gegenpart zu den Stämmen, die hier verbessert worden sind. So, gut.
Das Reich gewährt Handelshäusern oft gegen eine Pauschalzahlung und fortlaufende Einnahmen die ausschließlichen Rechte für den Warenverkehr in einer Region. Wir haben gerade eine solche Vereinbarung mit einer Gruppe englischer Unternehmer ausgehandelt, die uns einen lukrativen Gewinn versprechen. Ja, Handelseffizienz erhöht. Wow. Wir verzichten auf das Geld. Die Handelseffizienz ist wichtiger. Das heißt, hier gibt es auch schon zwei spanische Kolonien. Ansonsten vermute ich, dass das hier alles Ureinwohnerland ist. Hier können wir mal gucken. Nee, das ist alles Kolonialland. Wie gesagt, da halten wir uns fern tatsächlich. Das ist mir dann auch geschichtlich gesehen ein zu großes Wagnis, dann hier in diese Bereiche vorzustoßen. Das machen wir einfach nicht. Wir bleiben schön auf unserer Insel und dann gucken wir uns, dass wir uns den Bereich holen und natürlich auch diese Bereiche. Ja, also da bleiben wir mal weg von dem Thema hier. So, dann gibt es erstmal eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Karten von Kolumbien zu teilen. Nee, Freundchen. Dazu würde ich gern erstmal Karten von dir haben. Und es gibt tatsächlich keine Karte, die du mir geben würdest. Moment. Guinea. Wir bitten darum, ihr Wissen um Guinea zu teilen. Bei Akzeptanz entdecken wir 23 Provinzen. Hä? Ich verstehe. Also das ist doch... Also jetzt mal ohne Scheiß. Entschuldigt bitte. Das ist doch komplett buggy, oder? Die haben doch diese 1000 in der, diese Kastilien ist ein Kolonisierer, komplett vergessen in der Kalkulation. Anders kann ich mir das jetzt echt nicht vorstellen, deswegen, wir werden das mal testen. Also, westafrikanisch, Ägypten. Wir entdecken 7 Provinzen, nee, mich würde tatsächlich, 8, wo waren wir denn, wir waren Nordostamerika, 15 Provinzen, das würde, steht bei ja, das würde mich mal interessieren. Ob das funktioniert. Hier steht es bei ja. Ist die Kalkulation am Ende des Tages so buggy, dass dieser Wert da unten weggelassen wird? Oder ist der Wert falsch? Wir werden es gleich sehen. Wir machen das. Tatsächlich. Die haben das akzeptiert. Das ist ein Bug. Also es ist definitiv ein Bug, aber die Frage ist was? Ist das Akzeptieren der Bug oder ist der Bug, dass es akzeptiert wird? Tja. Egal. Wenn wir von 15 neuen Provinzen erfahren, werden wir selbstverständlich unseren Freunden aus Kastilien erlauben, hier ebenfalls Karten zu teilen. Das ist doch ganz klar. Ja, das steht ja völlig außer Frage. Und das bedeutet, wir haben hier eine ganze Menge erfahren. Wow. Hier auch. Ah, jawohl. Das ist ja cool. Manhattan. Guckt euch das an. Manhattan im Jahre am 3. Juni 1440. Haben wir es denn? Grönland. Irgendwo hatte ich es. Da, Manhattan. Cool, oder? Oh, da gibt es sogar ein Land. Schön. Frankreich beeinflusst die Johanniter. Sehr schön. Okay. Das ist natürlich für uns gut. Dann werden wir mal auch mit Portugal das Ganze machen. Das ist natürlich nicht schlecht, muss ich ja sagen. Wir haben ja noch 42 Prestige. Einmal können wir das durchaus machen. Ein Darlehen wird bald fällig. Ja, das wird noch nichts. Okay, ist so. Wir müssten unter anderem auch weiter unsere Soldaten kaufen. Das heißt, da können wir nochmal 2000 uns holen. Dann sind wir bei 7 und dann sind wir demnächst bei 8000 und dann können wir die Armee auch erstmal so lassen. Gut, Entdecker ist bereit. Wir schicken ihn. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, wir machen erstmal in Amerika weiter. Und dann reden wir parallel. Das können wir ruhig langsam weiterlachen machen. Mal mit Portugal, ob die tatsächlich auch Kartenteilung machen würden. Und da interessiert mich eher Afrika. Das westafrikanische Meer. Wir haben 3 Provinzen, 12 Südostamerika. Das ist natürlich, das ist auch nicht uninteressant, ne?
Eine Provinz. 24 in Guinea. Wow. Atlantisch, Südamerika. Tja, gehen wir eher nach Guinea. Wir haben keine Einheiten. Okay, das können wir nicht machen. Das könnten wir machen. Wie sieht es denn mit... Wir können einen Krieg erklären gegen Hamburg. Das wollen wir nicht. Sieht es denn mit Spanien aus? Würden die nochmal uns helfen? Kartenteilung. Ägypten, das wird... Also Westafrika würden sie machen. Das sind aber nur drei Provinzen. Das ist mir zu wenig. Südostamerika würden sie auch machen. 12 Provinzen. Wow. Das machen sie nicht. 60 Provinzen in Brasilien. Ah, machen sie nicht. Okay. Okay, dann könnten wir doch tatsächlich Südostamerika nehmen. Ja. Das machen wir mal. Zack. Wir haben 10 Prestige erhalten, während wir, oder sie haben 10 Prestige erhalten, wir haben 15 ausgegeben. Wir haben von 12 neuen Provinzen erfahren. Wow. Hier unten, ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es wird, ihr Lieben, es wird. Das sind die Araki. Interessant. Hier gibt es anscheinend gerade irgendeinen Krieg. Yucatan. Kanpesh. Tuktulxiu. Oh Gott. Hört sich auch alles sehr spannend an. Da kommen wir nicht hin. Die können wir nicht sehen. Auf jeden Fall gibt es hier irgendeinen Krieg. Okay, ja gut, dann ist es so. Wir gucken jetzt auf jeden Fall hier mal weiter. Das ist schon spannend, ne? Amerika liegt jetzt offen vor unseren Augen, meine Lieben. Das ist schon ziemlich cool. 1490. Und wir haben die erste Kolonie gegründet. Ein bisschen ahistorisch. Die waren, glaube ich... Naja, was heißt ahistorisch? Die waren, glaube ich, 1497 haben sie angefangen. Auch tatsächlich hier. Also das passt. Wer ist das? Abenaki. Mhm. Bampoang Nangang. Oh Gott, wie bitte heißt? Wie heißen die? Wamponoag. Oh Gott. Die Moikana sind die Feinde und Pekwe. Peku. Entschuldigt bitte. Sehr spannend. Wie sieht es hier aus? 253 Siedler. Okay, gut. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Wieder. Und kümmern uns jetzt vor allen Dingen auch mal, wenn unsere Armee soweit ist, darum, dass wir in der Picardie uns mal auf einen Krieg vorbereiten. Das finde ich nämlich ganz gut. Oh, mein König Donegal ist nun Teil unseres Besitzes, wobei wir übrigens gleich beim Thema sind. Wir können eine Idee freischalten, das gucken wir uns gleich mal an. Da können wir nichts freischalten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das zuerst durchziehen sollten, aber das gucken wir uns gleich mal an. Ich wollte eigentlich... Ne, dann machen wir das jetzt. Jetzt habe ich den... Okay, entschuldigt bitte. Jetzt habe ich den Faden verloren tatsächlich. Also, durch die Darstellung von Kolonien als jungfräuliche Gebiete, wo jeder Mann und vielleicht auch einige Frauen zu Reichtum kommen kann, werden die Menschen schneller in die Kolonien emigrieren. Das bedeutet, dass wir weniger Geld ausgeben müssen, um die Leute dazu zu bewegen. Ah, globales Wachstum plus 10% ist natürlich nicht schlecht, ne? Vizekönig, Zölle gestiegen, freie Kolonien, interessiert uns eher nicht so, weltreich, Einheit nehmen der Flotte, das ist auch cool. Was bringt uns denn die nächste Technologiestufe? Reichweite des Handels, Flottenmoral, eine Schiffswerft. Ah, das ist auch nicht schlecht. Akzeptierte Kulturen plus 1. Unterhalt der Marine erhöht, Flottenmoralverbesserung. Das ist, ich würde sagen, Standard. Kolonialreichweite verbessert. Wir sparen auf das hier. Oder? Es ist eine schwierige Entscheidung, weil da wächst unsere Kolonie schneller. Hier würde
Nee, komm, wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Dann sollte dadurch unser Koloniewachstum ein wenig erhöht werden. Okay, wunderbar. So, jetzt haben wir wieder 2000 Mann. Dann können wir tatsächlich das hier investieren. Nummer 1. Wie sieht es ansonsten mit dem Einheitenlimit aus? Ja, wir sind noch nicht ganz dran. Jetzt haben wir wieder 1000. Dann ziehen wir die hier gleich mit rein. Zack. Und dann könnten wir mal durch die Länder gehen, unsere Verbündeten, und mal fragen, gegen Rekruten tauschen. Jawohl. Gegen Rekruten machen sie nicht. Da gucken wir nochmal nach Österreich. Machen sie auch nicht. Okay. Gut. Ja, dann müssen wir mal warten, ob das mit den Rekruten was wird. Das dauert jetzt eine ganze Zeit. Und wenn wir damit durch sind, sollten wir uns tatsächlich überlegen, dass wir einen Krieg hier anfangen. Wir haben ja noch den Kriegsgrund. Und ich würde mal hoffen, dass... Oh, Kastilien ist dabei. Österreich nicht. Warum? Würde Österreich destabilisieren? Wir können ihnen auch nichts versprechen, ne? Ne. Portugal. Krieg ist zu weit weg. Oh, das ist schade. Burgund, Sachsen-Lauenburg. Ja, das ist mir egal. Schottland. Renaissance fördert und somit die technologische Entwicklung beschleunigt. Sehr schön. Gibt es hier andere Gründe, weswegen die dabei sind? Auch nicht. Nee. Mit Landgewinn auch nicht. Ja, sehr schade. Sehr schade. Haben die Österreicher denn gerade einen Krieg? Krieg mit Sachsen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ich denke, wenn die mit dem Krieg mit Sachsen fertig sind, wären sie mit dabei. Weil das sollte in ihrem eigenen Interesse sein. Ich meine, das wird halt ein großer Krieg werden, ne? Gegen die. Wir gucken nochmal, ob die damit irgendwas... Sachsen, Mainz, Salz... Salzburg, Ulm, Memmingen, Würzburg, Pfalz, Thüringen. Okay, diese ganzen Bereiche, aber damit tatsächlich nichts. So, das gucken wir uns gleich mal an. Und wir schicken ihn direkt weiter nach... Amerika. Expedition nach Nordamerika. Machen wir das. Zack. Okay. Was haben wir denn hier alles erkundet? Oh, sehr hübsch. Die Bermudas. Das Bermuda-Dreieck. Und da haben wir die gesamte Ostküste. Jetzt, was haben wir da für einen schicken Stamm? Och nein. Oh nein. Ernsthaft? Die Kurie wird Paulus? Oh, das ist ja unglaublich. Unser Papst ist schon gestorben? Nach ein paar Jahren nur? Das ist ja... Unglaublich. Unglaublich. Und dann auch noch loyal gegenüber Burgund. Das geht ja gar nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da sauer wird als König und sich dann sagt, da müssen wir irgendwas machen. Das sollten wir tatsächlich auch tun. Die Frage, wie können wir die Leute noch nicht rüberziehen, weil das natürlich jetzt den Drill verhindert. Die Frage ist halt, Handelsproduktion, Avalon hat sich zu Fisch geändert. Oh, sehr cool. Dazu müssen wir erstmal eine Siedlung hier haben. Sehr hübsch. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus hier, muss ich sagen. Ist das der Spanier hier? Nee. Besetzt sich durch Technotsch die Clan. Zu wenig Rivalen. Moment, wieso? Ist einer unserer Rivalen Frankreich und Burgund? Litauen? Ah, es kann sein, dass die in der Personalunion mit Polen jetzt sind. Ja, das vermute ich nämlich. Nee, tatsächlich nicht. Sehr komisch. Okay, ist so. Die Frage ist, wen wir dann nehmen als Rivalen. Litauen. Gut, ist ja der einzige, der momentan wirklich ansteht, ne? Sie sehen uns auch als Rivalen an. Ja, dann nehmen wir doch den. Nehmen wir doch mal Litauen. So. Genau. Und
Was ich mir noch angucken wollte, ist er hier. Wir haben ja nämlich mittlerweile einen Lancaster dort auf dem Thron, der auch relativ wohlgesonnen ist. Jetzt ist die Frage, wir können den Thron nicht beanspruchen, ne? Aber zumindest ist er ein Lancaster. Das ist schon mal gut. Na gut, okay. Dann geht das leider nicht. Ihr habt Ansprüche auf die Picardie. Das wird 1509 ablaufen. Wir sollten also vorher in den Krieg gehen. Und da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Jetzt haben wir hier wieder 13.000. Ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal damit an, unsere Rekrutenreserve aufzubauen. Dass wir dort auf jeden Fall weiterkommen. Wir können tatsächlich auch gucken, dass wir Gebäude bauen dafür. Wir sind bei der Armee, dann bei der Kaserne. Oh, wir hätten auch... Oh, Zwangsrekrutierungsämter sind aber nur... Gucken wir uns auch gleich an. Sind nur für Seemänner. Verschleiß der Gegner plus 1. Verteidigungsfähigkeit lokal. Befestigungsmauern. Wäre ja durchaus interessant für London, aber ich glaube nicht, dass sie da hinkommen. 500 ist natürlich teuer. Manufaktur, Burg. Ich werde überlegen, ob wir tatsächlich eine Kaserne bauen. Die Frage ist, wo? Hier würde es ja am meisten bringen. 353. Ja, dann bauen wir dort eine Kaserne. Zack. In Hoffnung, dass das ein bisschen was bringt bei dem Thema Rekrutenreserve. Denn das ist in der Tat ein bisschen zu wenig, was wir da generieren. Wie sieht es denn aus überhaupt mit unserem Training? Ja, wir sind noch weit weg von irgendeinem Punkt. Da kannst du also noch in Ruhe weiter trainieren. Wir sind ja im Plus, von daher passt das. So. Abnehmende Innovationsfähigkeit. Unsere Nachbarn sind technologisch weiter fortgeschritten. 577. Ach nee, 757. Ah, okay. Wir müssen also schnellstens in administrative Technologie investieren. 6, 8 sogar schon. Wow. 777. Ja, wir müssen ganz dringend in den Renaissance-Gedanken entwickeln. Unsere Macht stecken, damit wir da dranbleiben. So, jetzt schicken wir ihn nochmal los. Und, tja, ich würde sagen, wir schicken ihn mal nach Afrika. Wir haben hier nur relativ viel erkundet. Wir machen jetzt, würde ich sagen, hier unten mal weiter, in dem Bereich. Tunesien, wow. Wen sehen die als Feind an? Marokko, Nepal... Portugal als Rivalen. Okay. Kirchenstaat. Ja gut, das ist alles islamistisch hier unten. Hm. Aber da breitet sich ein wenig der Katholizismus aus. Das ist gut. Unser Schwerpunkt auf kaufmännische und auf kaufmännischen Unternehmergeist erschwert das Leben für unsere Händler, die im Ausland Handel betreiben. Ja. Da investieren wir noch mal ein bisschen diplomatische Macht. So, und jetzt gucken wir uns aber noch mal das Heilige Römische Reich an. Und da hat sich in meinen Augen nicht ganz so viel getan. Böhmen und Ungarn ist immer noch unabhängig, wobei, boah, guckt euch das mal an. Ungarn ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die wurden hier ganz schön durch Polen ganz schön aufgekauft oder aufgerissen. Pest gehört mittlerweile, wow, gehört mittlerweile zu Polen. Das ist ja krass. Also wird es wahrscheinlich das Österreich-Ungarn, so wie wir es kennen, wohl nie geben. Ich bin sehr gespannt, wie es dann vor allen Dingen auch hier mit dem Osmanischen Reich weitergeht. Nicht, dass wir da noch intervenieren müssen, denn das soll natürlich auf keinen Fall passieren. Wir waren ja jetzt mal Papst und das ist uns dann doch schon eine Herzensangelegenheit, dass der Katholizismus sich hier verbreitet und eben nicht, nicht seine Religion. Ansonsten das Mamelukenreich, dann gibt es hier Tunesien. Hier gibt es schon einige weitere Einflüsse. Sie kommt schon etwas rüber, koptisch. Das ist noch was anderes, religiös. Was gibt es hier oben?
Sunnitisch geht hier relativ weit. Orthodox ist hier stark verbreitet. Ansonsten sind wir hier unten bei einem anderen Glauben und hier sehen wir katholisch und katholisch geht hier auch weiter. Ja, sieht gut aus. Ihr Lieben, das britische Weltreich entsteht mit der ersten Kolonie. Ich danke euch fürs Zugucken und wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und wie gesagt, wir gehen in das Staffelprinzip über. Europa Universalis gibt's wieder am, jetzt muss ich mal gucken, 24. Mai. Da geht's weiter, 16 Uhr, montags starten wir und dann jeweils im 2-Wochen-Rhythmus eine neue Staffel. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.